Wie mehr Kapowet oder echt Kitzi? Reinhold Hack zum 50. von Manfred Pförtner gewidmet. Neulich bin ich wieder mal in die Rosenstraße gegangen. Ihr wisst schon, das ist da, wo die Haufen Ami-Puff sind. Und wie sie durch die Straße läuft mit drei Lucky in der Goschen, da schreit auf einmal einer aus dem Fenster raus: Du hast dich doch verlaufen. Oder hat dich dein Alten ausgeschmissen, weil du schon wieder bedrängt hast? Mein Essen mein ich. Na, habe ich mir gedacht, was soll denn jetzt auch? Und da ist mir nichts Besseres eingefallen als: Ist bei euch ein Schlachttag? Und da fragt der Anne: Warum? Naja, sag ich, weil du dein Säukopf zum Fenster aushängst. Nachher habe ich mir überlegt, wie lange ich den Arsch schon nicht mehr gesehen habe. Und nachher ist mir's eingefallen. Das war einer von denen Kerl, mit denen, wo wir immer saufen gegangen sind. Also, das war so. Wir haben ausgemacht, dass wir uns um 8 Uhr beinahe treffen. Ich war um 8 Uhr da. Bloß er war noch nicht fertig. Halber nackert ist er durch die Buden gerannt. Sein Vater hat gemeint, unsere ist nie fertig, aber die Hauptsache ist, die anderen sind da. Naja, nachher habe ich mir ein wenig hingeguckt. Meine Herren, war das ein Hitz in der Buden. Mein Kittel habe ich auch gelassen, weil ich ja geglaubt habe, dass der andere gleich fertig wird. Aber scheiße. Das hat gedauert, weil er sich nur die Haare hat waschen müssen. Sei Abo-Anwalt meine. Naja, ich hock halt rum, sein Vater erzählt wieder einmal, wem alles der Kopf mit der Sansen runnen müsst. Verstanden hab ich nix. Bloß geschwitzt hab ich wie eine Sau. Sein Vater hat gesagt, wenn er bloß bald wieder abhaut, weil die Waschmaschine schon heiß gelaufen ist vom vielen Waschen vor seiner dreckerten Wäsche und weil der Kühlschrank auch schon am Verrecken ist vom dauernden Auf- und Zumachen, weil der Anne dauernd irgendwas saufen muss. Gesoffen hätte ich auch gern was. Bei derer Hitz in derer Wohnküchen. Und vor allem hat denen ihr Tischtuch, so ein Wachstischtuch, ein wenig streng gerochen, was natürlich nicht gerade gut für mein Tascht war. Auf einmal klingelt's. Der Anne hat's nicht gehört, weil er mit seinem Heldenorgan gerade im Bad beschäftigt war. Gesungen hatte. Sein Vater ist aufgestanden, hat aufgemacht und dann ist nur einer von denen Kerl gekommen, der wo dann zu mir gesagt hat: Na, Manne, du alter Arsch, was möchten deine Putzenräuber? Ich hab nix verstanden und hab nur gehofft, dass wir bald aus deren scheiß überhitzten Buden rauskommen. Das hab ich immer noch gehabt und langsam hätte ich auch was essen können. Da vom Schwein zum Beispiel. Der, wo jetzt gerade gekommen ist, den hat sich der Vater vom Kapo auch gleich vorgenommen und hat mir irgendwas von früh um 2 Uhr erzählt, dass er nicht schlaf kann, weil der Anne immer so einen Krach macht, wenn er gestrichen hinkommt und dann natürlich nur aufs Klo muss. Schiffen hat er wahrscheinlich gemeint. Mensch, war das immer noch eine Hitze in der Wohnküchen. Ich hab geglaubt, ich verreck. Auf einmal ist der Anne wieder aus dem Bad rausgekommen. Jetzt hat er schon ein Unterhemd aus Marco Battist angehabt. Und der Anne, der wo später gekommen ist, Charlie heißt er, hat nachher zu ihm gesagt: Na, Kapo, alter Arsch? Und der Kapo, dem ja immer das richtige Wort eingefallen ist, hat gesagt: Na, einsi, alter Arsch? Die zwei haben schon gewusst, was sich gehört, wenn sie miteinander reden. Um 8 Uhr haben wir uns treffen wollen, jetzt war es 8:45, zu dritt waren wir, in der Buden war immer noch eine Hitze zum Verrecken, die größer geworden ist, weil der Kapo sich hat unterhalten wollen, wie er sein Abo-Anwalt meine geföhnt hat. Und der Vater vom Kapo hat gesagt: Klar, schon wieder sauf. Einen Töscht hab ich gehabt. Auf einmal klingelt's wieder. Ich schaue auf die Uhr. 9 Uhr war es. Der Kapo sagt: Das ist bestimmt eine Band. Wie der reinkommt, ist die Begrüßung von vorhin leicht abgewandelt worden mit: Ey Kapo, streich dich gleich. Die zwei haben dann über die Politik erbabbelt,
Der Einzi hat mit Kunstdüngerzäulen um sich geworfen wie der Bauer auf dem Acker in der Furchen. Dass der eine Landwirtschaft ist, habe ich gar nicht gewusst. Und endlich sind wir unten gestanden, in der Rosenstraße, da wo die Haufen Ami-Puff sind. Ich habe geglaubt, dass ich jetzt von meinem Bier und meinem Tatar nicht mehr weit weg bin, aber scheiße. Denn jetzt ist es erst richtig losgegangen, weil wir wie immer nicht gewusst haben, in welche Wirtschaft wir gehen sollen. Zum Gässlein oder zum Stern. Zwischendurch hat der Kapper wieder einmal mich gefragt, ob ich jetzt endlich ein Auto hätte, wo die Scheibenwischer auch innen gehen. Verstanden habe ich nichts. Und der Bernd hat gemeint, wir müssten den Dieter noch anrufen, der wollte nachkommen, weil er das Physikum lernen müsste. Der Einzige hat gemeint, ob einer von uns mehr Geld dabei hat, weil der Dieter immer nur 3 Mark dabei hat, dann kauft er sich eine Schachtel Lucky und sagt, heute streiche ich mich gleich. Jetzt war es halbe Zähne. Gefroren habe ich wie eine Sau und die Ami beneid, weil sie in ein von denen Haufen Ami-Puffnei sind. Da war es warm. Aber der da vom Schwein hat es da nicht gegeben. Also wieder Scheiße. Einer hat dann gesagt, dass wir doch eigentlich kleinen Esbachhof könnten, denn da gehen wir ja sowieso noch hin. Der Kapo hat dann gemeint, zu der rechten Sau geht er nicht. Und dann haben sie auf einmal alle unheimlich gelacht, weil sie daran gedacht haben, wie der Klee Stahl dem Willi vom Esbachhof eine runterkaut hat. Und ich habe gemeint, wir könnten doch gleich in die Goldene Gans gehen, weil man sich dort auf die Pizza immer so einen Haufen Ketchup hauen kann, das mochte Dieter. Und der Kapo hat dann gemeint, scheiße, in München kann er jeden Tag Pizza essen, er will einen gescheiten Shoppen trinken nach all dem Wodka in Moskau, bevor sie in der U-Bahn das Geld geklaut haben. Und außerdem findet die Goldene Gans scheiße, weil der Dieter vorher immer erst einmal sein Bier ausschüttet. Außerdem käme ihm das alles so vor wie bei der Unterbezirksversammlung Süd, da haut auch keiner auf den Tisch außer ihm und die Genossen machen, was sie wollen. Er sagt dann noch, wenn er als Reiseleiter unterwegs ist, dann sagt er, was hier geht und alle machen mit. Maul aufreißen gibt's da nicht. Und außerdem findet die Debatten, wo wir hingehen, sowieso scheiße. Immer wenn die Kitzinger erst zusammen sind, geht's ums gleiche Thema. Jeder will saufen, aber keiner weiß wo. Meine Herren, der gerät jetzt richtig in Fatt, scheißt uns zusammen, was wir eigentlich für ein blöder Haufen wären und meint, na gehen wir doch klein und mit zum Grölen. Jetzt sind die anderen ganz still geworden. Der Bernd hat gerade nur rausgebracht, ey Kapo, jetzt hast du aber wie's wohl. Und ich sag dann schüchtern, also gehen wir halt zum Gässlein. Und der Kapo sagt, klar meine, dass dann wieder im Auto kotzt kannst du die Scheibenwische ausstellen. Seit der Kapo im Vorstand vom Unterbezirk ist, Entscheidungs- und Hoffnungsträger sozusagen, finde immer das richtige Wort, kann saugut argumentieren. Ich mein, er bildet sich fast ein wenig was ein auf seine juristische Intelligenz und lässt sie, nicht ihn, den Verstand, gewaltig raushängen. Der Einzige meint dann, wir könnten ja nach Bana und ein wenig riech, und der Kapo kontert, klar Einzige, du bist immer der gleiche Arsch. Ja, wie wird man kapo? Man muss in jeder Situation immer das richtige Wort finden. Und vor allem muss man entscheiden können, ob die anderen zum Gässlein oder zum Stern gehen. So war die Schule in Kitzi von Manfred Pförtner. Geglaubt haben wir es ja eigentlich nicht, oder wir haben es nicht geglaubt wollen, dass es irgendwie wahr ist und irgendwann so weit sein soll. Das, wo die Eltern drüber geredet haben und die großen Geschwister und die Eltern Kumpel und die Tante Margot und die Tante Hermine im Kindergarten in der Schreibersgasse. Wenn sie immer wieder gesagt haben, wart näher, wenn du nach der Schule kommst, dann geht's Rädler andersrum. Denn die Schule, die war so weit weg wie der Himmel, den wir auch geguckt haben, wenn man am Abend, weißt du, wie viel Sternlein stehen haben singen müssen, bevor wir endlich heimgedacht haben. Aus dem Kindergarten, mit seiner großen Mauer und dem großen Tor aus Eisen, in dem wir uns so ein wenig wie in einem Gefängnis gefühlt haben. Der Kindergarten war nicht weit weg vom Kapitol, dem Kino, wo wir uns ein wenig die Bilder angeschaut haben und dann gemeint haben, wenn wir in der Schule sind, können wir auch ins Kino, weil wir dann was wissen und ja noch mehr wissen sollen. Aber erst haben wir gehofft, dass in der Schultüte nicht nur Griffel drin sind, sondern auch ein paar Himbeerbonbon oder was zum Spielen.
Und dann war er da, der Schultag. Obwohl mir die Old Brock noch gesagt hat, dass ich noch zu jung wäre. Das war meinen Eltern egal. Die Hauptsache, ich war von der Straße weg und bin immer am Taxistand rumgestanden, da wo die Kästen mit den leeren Colaflaschen waren und da wo die Ami die leeren Lucky-Schachteln hingeschmissen haben und in denen, wie wir gekauft haben, sie ein oder zwei vergessen haben, denn die haben ja genug davon gehabt und der Großvater hat sich keine kaufen können. Dem haben wir sie natürlich manchmal gegeben. Am letzten Tag vom Schulanfang war Hochbetrieb am Höchner, welcher der Griffel, der Hefte oder der GH-Füller und beim Friseur Dombercher. Weil, bevor die Zieberlin in die Schule gekommen sind oder bevor für die anderen wieder ein Schuljahr angefangen hat, sind erst nur die Haare gescheit runtergekommen. Ich glaube, da hat es eine Vereinbarung zwischen Friseur und Lehrer gegeben. Je kürzer die Haare waren, umso besser haben die draus ziehen können, wenn wir nicht gemacht haben, was sie gewollt haben. Und dann am Morgen um 7 hat uns die Mutter aufgeweckt und gesagt, wir sollen die Sonntagshosen anziehen und uns aber vorher gescheit waschen und kämmen, weil heute der erste Schultag ist. Das haben wir gemacht und dann ein wenig Haferflocken mit Kakao gegessen, was nur schlechter als sonst geschmeckt hat, mit ein paar Verrenkungen den Schulranzen umgehängt, der Mutter fast die Spitzen von der Schultüten in die Aachen gedrückt und dann sind wir los. Der Ranzen war nur leicht, weil nur die Tafel und der Griffelkasten drin waren und der Schwamm, der Außendruck erbaumelt hat, war leicht und nur trocken. Die Schultüten war auch leicht, weil von dem Wenigen, was drin hätte sein müssen, schon ein wenig gefehlt hat. Die Mutter ist dann mit uns in die Schule gegangen an der evangelischen Kirche, die wo Brotschul gegessen hat. Was das bedeutet, haben wir erst viel später erfahren, wie wir im Religionsunterricht über den Luther geredet haben, der wo das Wort protestantisch erfunden hat und das wo in der Abkürzung Brotschule über der großen Tür vor der Schule steht. Wir sind dann die Treppen hoch und links den Gang hinter, denn da war das Klassenzimmer und da hat der Rektor Gröber zu uns Grüß Gott gesagt, nach dem Namen gefragt und uns dann mit der Mutter ins Klassenzimmer geschickt. Wir haben schon gedacht, der Rektor wäre unser Lehrer, aber nein, der war es Gott sei Dank nicht, denn vor dem haben wir gleich Angst gehabt, weil er so fett war. Im Klassenzimmer war sie dann gestanden, unsere Lehrerin, das Fräulein Goldstein. Die hat goldig ausgesehen und die hat dann was gesagt, was nur die Eltern verstanden haben. Wir haben gehofft, dass wir bald wieder heim können. Heim gekönnt haben die Eltern. Wir haben nur ein wenig da bleiben müssen, weil die Lehrerin allein mit uns hat redet wohl über all das, was wir in den nächsten Wochen machen müssen. Und wie schön das ist, wenn man schreibt, lese und rechnen kann. Viel war es nicht, was sie von uns gewollt hat, aber wir haben es schwer gefunden. Vor allem das Schreiben auf der schiefen Tafel mit den vielen komischen Zeilen, wo wir die Buchstaben haben reingewetschen müssen. Und dann haben wir immer gehofft, dass wir im Buttergriffel schreiben können, aber das war nur selten der Fall. Wir haben mehr mit der Kratzgriffel schreiben müssen, weil die feiner waren und sich nicht so schnell abgenützt haben. Ich weiß nicht, was schlimmer war, das Lernen in der Schule oder das Üben daheim. Da warst du am Küchentisch auf dem Küchenstuhl gesessen mit einer Tafel vor dir und hast die Buchstaben malen müssen, zum Beispiel 5 Zeilen O, die wo dann wie Eier ausgesehen haben. Die Mutter hat ihren strengen Blick auf die kraxlichen Buchstaben geworfen und schon war die Tafel wieder leer, weil sie geschwind mit dem Schwamm das ganze Zeug weggewischt hat. Draußen war schönes Wetter und die Kumpel haben gewartet, bis du endlich fertig wärst, damit man aus der Klinge könne oder vom Hattler-Tempel sitzen und zuschau, wie die Amin ihre Jeeps oder Trucks vorbeifahren und vielleicht eine Tafel Herrscheiß-Schokolade rausschmeißen oder ein Rickli-Kaugummi. Und dann haben wir unser erstes Zeugnis gekriegt. Wir haben uns unheimlich gefreut, dass das volle Einser war, weil wir die Zahl schon aus dem Rechenunterricht gekannt haben. Bloß, wie wir daheim waren, war die Enttäuschung groß, weil die Einser keine Noten waren, sondern zum Jahr gehört haben. Noten haben wir keine gekriegt, sondern nur einen Satz oder zwei über das, was wir schon können oder können müssten oder ob wir aufmerksam sind. Rechnen haben wir ja lernen wollen. Und vor allem auch lesen, weil die kleinen Sigurd-Heftli nicht nur Bilder gehabt haben,
sondern auch Geschichten über den Helden. Und dann hat die Schule uns auch Gedichtli beigebracht, die wo wir am Muttertag oder an Weihnachten haben aufsagen können. Das Schönste in der Schule waren natürlich die Pausen. Da haben wir an den Schulhof gekönnt und rumrennen können, aber vorher haben wir noch unsere Schülerspeisung essen müssen, die wo aus der Volksküche gekommen ist und die wo die Ami spendiert haben. Das war so ein rosa Brühe mit Nudeln drinnen, die man uns in den Henkeltöpfle geschüttet hat und das wo, wie es dann leer war, man dem Annen, der ihn geärchert hat, auf dem Kopf hat hauen können. Die Beulen sind so immer mehr geworden, auf dem Kopf und auf dem Töpfle. Wir waren froh, dass irgendwann die Ami geklebt haben, dass wir jetzt selber genug zu essen hätten und mir die rosa Brühe nicht mehr haben essen müssen. Denn dann haben wir Brezeln oder Salzstangen beim Bäcker Gutjahr kaufen können in der Pausen, die immer zu kurz war, weil jener aus der 8. Klasse die Schellen geläutet hat. Die Schellen läuten zu dürfen, das war sowas wie groß zu sein. Wir Kleine haben denen Großen einen Zehner gewollt, damit sie uns die Glocken läuten lassen. Aber die Großen haben sie nicht aus der Hand genommen. Die Großen waren genauso was Besonderes wie die anderen Kinder in der Klasse, die wohl nicht in der Stadt gewohnt haben, sondern in Ebshausen oder in der Siedlung. Die Ebshäuser waren was Besonderes, weil sie, wie wir aus der Stadt gemeint haben, anders gerochen haben. Das ist so weit gegangen, dass von ihm behauptet worden ist, der stinkt immer so, weil er als kleiner Kerl in die Mistzudel gefallen ist. Und die Siedler waren was Besonderes, weil sie die blauen Ami-Hosen angehabt haben und weiße Unterhemden mit buntem Zeug drauf und weil sie durch ihre Mutter von der Ami Butterfinger besorgt gekriegt haben oder ab und zu dir mal ein kleines Stückle duble buble Kaugummi gegeben haben. Den haben wir dann so lang gekaut, bis er regelrecht in der Goschen zerbröselt ist, nachdem wir ein paar Mal der Hemm in der Zuckerdosen aufgefrischt haben. Und gerafft haben wir mit den Siedler und Ebshäuser. Das haben wir dem nicht erzählen müssen, denn entweder waren wir gescheit dreckert oder wir haben ein wenig geblut. In der 3. und 4. Klasse haben wir dann einen Lehrer gekriegt, der wo ein wenig gefürcht war und der wo, wenn wir Glück gehabt haben, nur gesagt hat, entweder oder. Wenn wir Pech gehabt haben, dann haben wir einen Auszünder kommen müssen und dann hast du auf die Hände gekriegt mit dem Stock. Je nachdem, was wir gemacht haben, hat er verschieden drauf gehauen. Warst du ein wenig frech, hast die Hände ausstrecken müssen und dann hat er auf die Handflächen innen drauf gehauen mit seinen Stöcklen. Wenn du ein wenig mehr frech gewesen bist oder dich bloß ein wenig blöd beim Lesen oder beim Hersagen vom 1x1 angestellt hast, dann hast du auf die Innenfingerspitzen ein paar drauf gekriegt. Und die Allerfrechsten haben die Hände umdrehen müssen, dann hat er kurz vor der Fingernägel die ein paar drüber gezogen. Das hat verweh getan. Aber der Hemm hast natürlich nichts gesagt, weil der Lehrer war und der hat recht gehabt. Gelernt haben wir viel Beine. Vor allem in Heimatkunde über unsere Stadt Kitzi mit ihrer großen Fabriken, Klein, Fähre, Hauptmann, Gusswerk, über die Geschichten von der Eisenbahn, über die Feuerwehr und die Polizei. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich Polizeikommissar damals in der 3. Klasse habe schreiben müssen, bis alles richtig war. Gelernt haben wir auch viel über die nähere und weitere Umgebung von Kitzi. Von Würzburg bis Bamberg. Bloß hier kommen sie mir nicht. Und wenn wir dann einmal ein Bildle vor der Residenz in Würzburg in der Mainpost gefunden haben, dann haben wir es ausgeschnitten und mit Uhu nice Heft geklebt und haben es dem Lehrer gezeigt, der dann stolz auf seinen interessierten Schüler war. Und natürlich hat er uns viel über die Bedeutung vom Wein für Kitzi erzählt. Da hat er unheimlich gut Bescheid gewusst. Und wir haben alles lernen müssen. Lernen haben wir auch müssen, wenn wir wieder Schulen an Kino gegangen sind. Die ersten Filme von der Ami haben wir in der Aula von der Schule anschaut dürfen. Das war in Englisch, aber die Bilder haben wir verstanden. Verstanden haben wir nicht, dass wir fast nach jedem Aufsatz, nach jedem Film einen Aufsatz drüber haben schreiben müssen. Der Film Unternehmen Harifa von Dr. Haas war spannend, weil wir Unterwassergeschichten bloß von deren Väter gehört haben, die wo im Krieg in einem U-Boot geguckt waren. Mensch, war ich froh, wie mir meine Mutter, die wo den Film mitgesehen hat, endlich den letzten Satz für meinen Aufsatz vorgesagt hat. Der hat mich so beeindruckt, dass ich noch heute noch weiß. Auf dem Schlussbild stand Dr. Haas mit seiner vor kurzer Zeit noch in Lebensgefahr geschwebten Frau auf dem Deck der davonsegelnden Xarifa. Was lebensgefährliches,
Das haben wir gemeint, erlebt man im Rechenunterricht, da wo wir immer so blöde Aufgaben haben machen müssen. Obwohl manche von uns noch nie in einem Zug geguckt waren, haben wir ausrechnen müssen, wenn der PZ-Personenzug 15 Wagen hat und wenn jede Wagen 74 Sitzplätze hat und wenn in Nürnberg 835 Leute einsteigen und in Bamberg 227 aussteigen und 537 einsteigen, ob alle Leute sich hinhocken können. Oder einer hat was, davor verkauft er ein Viertel und dann noch einmal die Hälfte. Und der größte Mist war, wenn gar kein Zeug oder Leute in den Aufgaben waren und die wo dann so gegessen haben. Zähle zusammen, vervielfache die Summe mit 3, ziehe davon ab, teile dieses Ergebnis durch 42. Die Aufgaben hat er uns diktiert und da haben wir schon die ersten Fehler gemacht und dann die verkehrten Wörter ein paar Mal schreiben müssen. Aber wir haben es gelernt. Vor allem dann in der vierten Klasse, da wo die ersten in der Oberschule gegangen sind und die wo dann viel üb haben müssen, weil sie eine Aufnahmeprüfung in Deutsch, Rechnen und Religion haben machen müssen. Ich bin erst nach der fünften in die Oberschule, weil ich noch nicht reif genug war. Ich weiß noch, dass in der Schrannerstraße in der Schule immer wieder andere Lehrer gekommen sind, die wo uns dann die Aufgaben gegeben haben, die wo wir machen haben müssen. Die Prüfung habe ich bestanden, weil ich gut in Deutsch und Religion war, wie mir der Pfarrer Beckmann nach dem Kindergottesdienst zugeflüstert hat. Und dann ist er gekommen, der Zettel, auf dem Bock gestanden war. Sehr geehrter Herr Pförtner, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Sohn, Ihre Tochter die Aufnahmeprüfung in die erste Klasse unserer Anstalt bestanden hat. Hochachtungsvoll Dr. Rüffel, Oberstudiendirektor. Der, wo den Zettel unterschrieben hat, hat bei den Eltern Schüler Rex gegessen. Und der hat uns am ersten Schultag in der Oberschule in der Schrannerstraße begrüßt und war dabei auf der großen schwarzen Holztreppen an einer von den zwei Eingängen gestanden. Eigentlich war einer der Eingang und der andere der Ausgang. Genauso wie wir zu der einen Treppe nur raufgehen gedacht haben und zu der anderen nur runter. Weil die wahrscheinlich genauso baufällig war wie die ganze Schule, und da genauso schwarz wie die Wand am Klo, vor der wir ausgetreten sind, wie wir in der Schule haben sagen müssen. Auf der Treppe, wo der Rex gestanden war, auf der wir nur haben aufgehen dürfen, sind wir dann, was verboten war, wenn uns keiner gesehen hat, nun ergangen, denn unten an der Treppe links am Eingang hat der Hausmeister sein Zimmer gehabt und da haben wir in der Pause dann einen Gacker oder einen Muik gekauft. Aber das war erst später. Warum der Rex so gegessen hat, haben wir erst viel später erfahren. Er hat es uns natürlich nicht gesagt. Gesagt hat er nur, dass die Schule das Gegenteil von der Mausfallen ist, in der wo man nur schwer reinkommt, aber leicht raus. Für uns war die Hauptsache, dass wir erst einmal drin waren. Ich weiß nicht mehr, ob in der Schule oder in der Mausfallen. Wir haben jetzt nur gewartet, dass die Schule losgeht, weil wir vor allem uns gefreut haben, dass wir bald Englisch können, damit wir die Ami verstehen. Und unser Lehrer hat schon gewusst, was wir brauchen, denn eins der ersten Wörter war Dog, und so haben wir dann auch bald verstanden, was Hound Dog heißt, was auf dem Ami-Sender gekommen ist, oder dass wir dann bei der Suppe in Musik nicht mehr Stille Nacht, sondern Silent Night gesungen haben. Die Suppe hat dann gemeint, wie blöd wir wären, dass wir nicht einmal den deutschen Text könnten. In Rechner, das wo jetzt Mathe geheißen hat, haben wir uns bei dem Lehrer, zu dem die größeren Maßgeruch gesagt haben, immer vorstellen müsst, dass man vom Mond käme, um die Aufgaben zu begreifen und dann rechnen. Und in Bio hätte man die bedecktsamigen und natürlich auch die nacktsamigen Gewächse können müssen, aber das war manch einem von uns zu blöd und deswegen hat manch einer von uns immer wieder gehört, Sätzen 6. Wir hätten gern den einen Lehrer in Bio gehabt, der wo immer gesagt hat, Mann, geh hoch, wenn er einen von uns aufgerufen hat, weil der, so haben die Großen gesagt, das, wo wir nicht wie sollen, er an der Hünd erklärt. Das Schöne an der Oberschule war, dass zu jeder Stunde andere Lehrer reinkommen ist. Einmal ein Kleiner und dann wieder ein Großer. Der Groß, der wo sich dauernd mit der flachen Hand übers Gesicht von oben nach unten gefahren ist, hat viel von seiner Zeit vor Kizzi erzählt und hat bloß drauf gewartet, das kennen wir über seine Zeit vor Kizirett, in der, wo er Windeln verteilt hat. Das haben wir alles nicht so verstanden
aber wir haben zugehört, weil, solange wie er erzählt hat, wir Pause gehabt haben. Oder einer, der wo immer eine Baskenmütze aufgehabt hat und den, wo wir im Donner in der Florian Geier Hall gehabt haben, wo wir bloß einen Haufen Lieder gesungen haben, nach denen, wo wir marschiert sind. Und den, wo wir gefragt haben, ob der Seeball zugefriert. Und der, wo einmal im Schwimmbad, im Bademantel mit seiner Baskenmütze und seiner Stoppuhr in ein Wasser geflogen ist, weil sich einer, den wo ein anderer geschubbt hat, an ihn festhalten wollte. Oder einer, der wo immer so schwer geschnauft hat und am Pult gesessen war und die Zigaretten in kleine Stückchen geschnitten hat, wenn sein Herz gerade mitgemacht hat, und bei dem er in der Deusterbaracken ein feires Brunst haben malen muss, wenn er uns nicht gerade was von Bummeln erzählt hat. Der eine Zeichenlehrer hätte am liebsten gewollt, dass wir alle Schiffsingenieur werden und zur christlichen Seefahrt gehen, obwohl wir noch gar nicht so richtig die Kommandosprache an Bord beherrscht haben, weil wir außer Aye, aye, Sir in Englisch gerade begriffen haben, dass der Song vom Elvis Tutti Frutti mit Englisch genauso wenig zu tun hat wie ohne Bilder mit den Erfolg von Paul Klee. Das muss ein Maler gewesen sein. Und von dem er immer wieder erzählt hat. Wir haben uns immer wieder gewundert, wie es das Bummel fertig bringt, uns an Noten auf die Zeichnungen zu geben und sie gar nicht anzuschauen, weil er sie bloß gezählt hat. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass die, die wohl nicht gut haben zeichnen können, sich vor der Kumpel Zeichnungen ausgeliehen haben und sie dann an der eichenen Mappen gelegt haben, eben weil er sie nicht anschaut. Wir haben aber auch moderne Lehrer gehabt. Einer hat neue Methoden eingeführt, das hat uns gefallen. Der hat mit einer blöden Hefte aufgehört und wir haben dann einen Ordner angelegt, der wo mit A wie Animals angefangen hat und der wo mit Z wie Zebra aufgehört hat. Und der hat außer Englisch und Französisch noch Russisch, Spanisch und Arabisch gekönnt. Aber das Modernste an ihm war, dass er ein Auto gehabt hat. Nicht so ein kleines Gogo wie der Übel, aber eins, wo man den Namen kaum aussprechen können, der das, wo wir dann im Pausenhof auf Backsteh haben stellen können. Und dann haben wir nur eine junge Lehrerin gehabt, zu der wir nicht Frau Professor haben sagen müssen, sondern Fräulein N. Aber die, wo für uns meistens Margarete gesessen hat und die, wo wir überhaupt nicht geärgert haben, nicht einmal, wie wir für Love mit Hände gesungen haben. Die haben wir nicht geärgert, weil sie gut ausgesehen hat. Den Übel haben wir nicht geärgert, weil wir gewusst haben, dass er große Hände hat. Bei dem haben wir viel über echte Politik gelernt. Eigentlich mehr, wie man über die Politiker schimpfen kann und was man alles zu der Sache kann, wenn sie nicht dabei sind. Und in Deutsch hat er uns beigebracht, dass in einem Aufsatz nicht nur das Wort dastehen muss, was man gerade braucht, sondern noch ein wenig mehr. Zum Beispiel Moderdumpf oder Löwenkühn. Oder wie einfach eine Echsengeschichte sein kann. Denn der Übel hat nur gebrummelt, nehmt ein Blatt Papier herauf und schreibt drauf, was ihr wisst. Manche von uns haben schon dahin gewusst, was sie schreiben müssen. Aber das hat nur so lang geklappt, bis der Übel A-Blätter ausgeteilt hat. Und dann hat er aus einer Ecke so viel Noten gemacht, wie er fürs Zeugnis gebraucht hat. Und wenn wir dann in Deutsch und eine Schulaufgabe mit dem Thema die Vorzüge der Fußwanderung zurückgerichtet haben, hat er meistens mehr reingeschrieben, als wir hingeschrieben haben. Aber je mehr Rot drin war, umso besser war die Noten. Und wenn der Aufsatz gar nichts getaucht hat, dann war nur drunter gestanden, deine Gedankengänge sind so mager wie ein abgenagter Hundsknochen, oder? Bei einer so schlechten Arbeit würde ich dir als dein Vater den Hintern versohlen. Besonders aufregend war es, wenn's beim Übel in der Stunde einen Aufsatz hast vorlesen müssen, weil er dann, weil keiner hat vorlesen wollen, erst einmal Blödel oder distelfressende und spreukackende Maulesel, das nennt sich heute Oberstufe, zu uns alle gesagt hat. Dafür war es dann in Englisch bei dem Lehrer gemütlich, der wo hauptsächlich über Ostpreußen geredet hat. In Englisch und Französisch haben wir beinahe ein wenig gelesen, ab und zu mal ein Diktat geschrieben, ein wenig übersetzt und gehofft, dass er mal wieder sich ein wenig schwankend auf die Erstbank vorne hinsetzt und erklärt, was bei denen verlorenen Ostgebiete die Kardinalfrage ist. Aber sonst war er das, was in England Gentleman heißt. Mit seinem Hut und seiner feinen Anzüge hat er so ausgesehen. Aber nicht ganz so gut wie der, den wir später ein paar Jahre lang bis zum Abitur in Mathe gehabt haben und der, wo eigentlich uns immer wieder gezeigt hat, dass ein Mathelehrer sich auch verrechnen kann. Oder dass die Versuche in Physik nicht immer klappen müssen, vor allem wenn die Luftfeuchtigkeit im Physiksaal nicht stimmt.
Da war das doch alles einfacher mit der Beilbasis von Korsika bis Trondheim im Griech im Vergleich mit so einem Versuch, wo Strom portioniert werden kann. Bloß war der strenger als der, den wir vorher gehabt haben. Aber der hat in Peenemünde die V2-Raketen abgeschossen. Wie der gegessen hat, war unwichtig, weil er, wie wir ihn gehabt haben, Doktor geworden ist. Und mir das so lang zu ihm gesagt haben, bis es nimmer hat hören können. Der hat da alles einfach erklärt. Zum Beispiel, dass bei der Verhältnisrechnung man das ganze Regelzeug vergessen kann und sich bloß merkt braucht, es verhält sich wie rund zu eckig und eckig zu rund. Der ist auch hoher scharf am Nobelpreis vorbei, weil er in Physik beim Versuch zur Adhäsion nicht bloß die kleinen Gewichte dauernd ins Wasser gefallen ist und er immer mehr Gewichte gebraucht hat, sondern weil er geklebt hat, dass er was entdeckt hat, was eigentlich nicht sein dürfte, aber halt so ist. Der hat uns auch unheimlich gut auf die Schulaufgaben vorbereitet, weil er sie einfach mit uns vorher mal durchgerechnet hat. Aber trotzdem waren sie nur schwer genug, weil der Feigling dann in der Schulaufgabe andere Zahlen genommen hat. Das hat uns schwer geärgert. Bei dem haben wir uns dann auch noch ein wenig auf die Musikstunden vorbereitet, wie wir die Tonkosaken nachgemacht haben. Bloß hast bei dem Lärm von der Frösch in seinen Stunden beim Singen deine Stimme arg strapaziert. Deswegen haben wir uns dann später, wie wir schon viel in Biologie gekönnt haben, ein wenig aufs Praktische verlegt und einen Bauernhof organisiert, auf dem dann die Sau rausgelassen worden ist und die Hühner gegackert haben, was den Kettenhund gar nicht bekommen ist, denn der hat dauernd kotzen müssen. Klar haben wir viel Gaudi gehabt und die Lehrer geärgert. Gehofft, dass die Suppe uns sieht, wenn wir nach der Hille gehen. Der Hopfer an der Tafel zusammenzuckt, wenn einer jetzt gezischt hat. Ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wir uns von einem Lehrer einmal kurze Aufzeichnungen ausgeliehen haben, die wir jetzt nicht gelernt haben. In Religion dem Dekan vorgerechnet haben, wie oft wir schon abgefragt worden sind und dass er die anderen, die wo so frech sind, abschellen soll. Schiss vom Vater gehabt, weil schon wieder so ein Verweis unterwegs war, weil wir in der Pause geraucht haben. Tränen gelacht, wie im Kapitol vor dem vielen Niespulver die Wüste gebebt hat. Bei all der Gaudi und der Haufen Frechheiten haben wir auch was gelernt, weil wir ja das Abitur bestehen haben wollen mit der schönen Reden und der schönen Musik und der dunklen Anzüge und ein bisschen Stolz. Und da, wo dann gesungen worden ist, nun zu guter Letzt geben wir dir jetzt auf die Wanderung das Geleite. Wandre mutig fort und an jedem Ort sei dir Glück und Heil zur Seite. Wandern müssen wir auf Erden unter Freuden und Beschwerden. Geht hinab, hinauf, unser Lebenslauf. Das ist unser Los auf Erden.